Der 1.FSV Mainz 05 hat das Missverständnis mit Viktor Fischer beendet. Nach nur 7 Monaten verlässt der Offensivspieler die Bundesliga und schließt sich in seiner Heimat dem dänischen Meister FC Kopenhagen an. Wir haben lange und intensive Gespräche mit Viktor geführt, in denen er sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er gern andere Wege gehen will und nicht den unseren, erklärte 05-Sportvorstand Ruven Schröder in einer Mitteilung des Vereins. Gerne hätten wir ihn in Mainz weiter aufgebaut, aber dafür ist eine grundsätzliche Bereitschaft, die Dinge mit Geduld in aller Konsequenz mit dem Team und unserem Verein anzupacken, eine notwendige Voraussetzung. Geduld aber brachte Fischer nicht auf. Nun unterschrieb Fischer, der erst im vergangenen Sommer vom FC Middlesbrough an den Bruchweg gekommen war, in Kopenhagen einen langfristigen Vertrag bis 2022. So lange wäre sein Arbeitspapier auch in Mainz gelaufen. Dort für die Rheinhessen absolvierte der 23-jährige dänische Nationalspieler 10 Bundesligaspiele, Kickernotenschnitt 4,17, sowie 2 Partien im Pokal, 2 Tore.